Allahs Befehle, folge sie. Bewahre das, was Allah verboten hat, wieder, unterlasse das. Verlasse es. Verlasse die Sünde, Achi, ab heute. Und wenn du immer wieder fällst, bitte Allah immer wieder um Reue. Weine im Sujud, im Niederwerfen vor Allah. Zeig Allah, ja Rabb, ich bin schwach, ja Rabb. Ja Allah, du hast mich erschaffen, ich bin schwach. Ich möchte so sein, wie du willst. Hilfe mir, Allah. Denkst du, Allah hilft dir nicht? Wallahi, wenn du ehrlich bist, Wallahi al-Azim, Allah wird dich daraus holen. Weil Allah liebt die Menschen, die so reden. Allah liebt die Menschen, die so sowas verlangen. Ich sage, ja Allah, gib mir ein Auto. Ja Allah, gib mir eine Blonde. Ja Allah, gib mir einen Ferrari, gib mir ein Dings, wie heißt nochmal diese Auto, die Porsche und dann noch ein Cabrio dazu, ja Allah, damit ich angeben kann. Was bringt dir das alles? Denkst du, Allah gibt dir und? Aber du bist der Verlierer danach. Weil all das, was Allah dir gibt, wird dich ablenken. Und wenn du abgelenkt bist und du stirbst, a'udhu billah, an diesem Moment, wo der Tod kommt, du wirst eine Gestalt sehen, der heißt der Engel des Todes, Malakul Maut. Du wirst einen Schock bekommen. Wir haben Menschen erlebt, als sie am Sterben lagen bei Allah subhanahu wa ta'ala, du siehst den Schock in deren Gesichtern. Die, die nicht gebetet haben, die, die getrunken haben, die, die Drogen genommen haben, die haben Schock bekommen, weil du siehst, die haben etwas gesehen, was sie nicht erfreut hat. Weil dann kommen die Engel der Peine, des Peines, die bringen die Strafe Allah mit, die bringen den Zorn Allah mit, subhanahu wa ta'ala. Was dann, ja? Wer soll dir zu Hilfe eilen in diesem Moment? Wo sind deine Freunde? Wo ist die Blondine, die du wegen ihr nicht gebetet hast? Wo ist die Blondine, die du mit der Unzucht begonnen hast? Wo ist sie? Ruf sie doch an, die soll dir helfen. Denkst du, es kümmert dich, wenn du tot bist, der Nächste folgt. Du bist nicht wert für sie. Ich schwöre dir bei Allah, du bist nicht wert für sie. Tu so ab du einmal so vergiftet bist und geh zu ihr und sag, bitte sauge diese Gift, ich wurde heute vergiftet mit einer Schlange. Bist du bereit, dein Leben für mich zu opfern oder nicht? Guck, wie sehr sie dich liebt. Wie soll die dich dann beim Tod retten? Deine eigene Frau sogar wird er nicht nutzen können, die dich wirklich liebt. Die fromme Frau liebt ihr Mann. Die tugendhafte Frau liebt ihr Mann. Aber sie soll auch kommen und dich retten. Sie wird da stehen, machtlos und weinen. Deine Kinder lieben dich. Und die Kinder haben, mashallah, so reine Herzen. Sie werden da stehen, machtlos, sie gucken und weinen nur. Was ist mit meinem Vater los? Was ist mit ihr los? Und die weinen, Abschied. Sie wollen dir helfen, aber sie können auch nicht. Dein Vater, der alles gemacht hat für dich, und deine Mutter, die dich 9 Monate lang getragen hat, die wegen dir gelitten hat, die beinahe gestorben ist am Geburt, und die dich erzogen hat und gestillt hat und sie nachts für dich aufgestellt hat. Weil die Mutter hat mehr Liebe als der Vater. Warum? Weil die Mutter gelitten hat Tag und Nacht, ja, Achim. Nachts wacht sie auf, während der Mann schläft und schnarrt, sie steht auf und stillt den Kleinen. Sie schläft nicht, damit er schläft, damit du geschlafen hast, damit du schlafen kannst. Aber in diesem Moment, sie kann auch nichts tun. Sie wird dich lassen. Rufe deine ganze Freunde, die du mit denen Partys gemacht hast. Die sollen sich beeilen. Ruf diese DJs, die du kennst. Ja? Ruf diese alle Hip-Hopper, die du kennst, diese Sänger, diese Hip-Hop- und Soul-Sängen, singen. Rufe alle Techno-DJs, die ihr kennt. Rufst du alle deine Freunde, die behauptet haben, sie haben dich lieb. Sag, bitte, schenkt mir doch 1 Stunde von eurem Leben. Ich bitte euch, 1 Stunde. Ich sehe das, was ihr nicht seht. Ich spüre das, was ihr nicht spürt. Ich bin jetzt in Not. Aber niemand ist für dich da, außer Allah. Aber den hast du vernachlässigt. Du hast seine Befehle nicht bewahrt. Du hast Allah vernachlässigt.